Friede sei mit uns von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Ich grüße Sie ganz, ganz herzlich heute zu diesem Sonntag Palmarum. Und zu diesem Anlass bin ich wieder in die Natur gegangen und möchte Sie ein Stück in die Appenzeller Landschaft mit hinausnehmen, in die Weite, in das Grüne. Ja, vielleicht erinnern wir uns daran, die meiste Zeit ist Jesus draußen gewesen, hat zu den Menschen an den verschiedenen Orten gepredigt, zu ihnen gesprochen und Wunder getan. Er ist in den Häusern gewesen, er ist am See gewesen, er ist auf dem Berg gewesen. Er hat sich nicht einengen lassen in irgendein Gemäuer, sondern er liebte es, mitten im pulsierenden Leben zu stehen. Palmarum, das ist ein großes Ereignis und viele verbinden es mit den grünen Zweigen, mit Palmzweigen und denken höchstwahrscheinlich daran, dass wir erinnert werden an diesem Sonntag an den großartigen Einzug Jesu in Jerusalem. Ich habe da eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit, die mich immer noch weiter beschäftigt und die mich nie ganz losgelassen hat. Es war einst in Schlesien, in einer katholischen Gegend bin ich aufgewachsen und als kleiner Bub habe ich gesehen, wie man genau vor Palmarum einen wunderschönen großen Blumenteppich erstmal aus Sand und dann aus gesteckten Blumen bereitete. Und dann gab es diese große Prozession an diesem Palmsonntag und jeder hatte einfach nur das Staunen bekommen, als er diesen Teppich gesehen hatte. Und dann kam die Prozession und ich traute damals als kleiner Bub meinen Augen nicht, als der Priester dann über diesen Teppich ging und seine Fußabdrücke in diesen aus Sand und Blumen bestehenden Teppich drückte. Das kann es doch nicht geben. Er zerstört dieses Werk, was so viele Menschen, Frauen meistens, in einer unglaublichen Arbeit und Liebe gestaltet haben. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, warum durfte der Priester über diesen Blumenteppich gehen und die vielen anderen Menschen nicht? Vielleicht war das der erste Anstoß darauf, dass ich gesagt habe, vieles, vieles läuft hier in dieser großen Gemeinschaft Gottes nicht ganz richtig. Und deshalb bin ich froh, mit Ihnen heute draußen zu sein, nicht in den engen Mauern einer Kirche, sondern dass wir atmen können, dass wir Luft holen können und so uns fühlen können, wie damals zu Palmarum, als die Menschen draußen waren in Jerusalem und gewartet haben auf den, der da einzieht. Wir werden im Predigtext darauf kommen. Wir wollen diese kleine Andacht, diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lassen Sie uns gemeinsam stille werden und beten. Gott des Friedens und der Liebe, hilf uns, dass wir in unserem Leben Spuren deiner Liebe und deines Friedens wahrnehmen. Hilf uns, dass wir mit Frieden und Liebe unseren Mitmenschen begegnen können. Öffne unsere Augen für die Demut, wie sie deinen Sohn Jesus Christus ausgezeichnet hat. Öffne unsere Sinne für seine Sanftmut und hilf uns, Wege zu finden, in seiner Nachfolge zu leben. Das bitten wir dich, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jeden Sonntag gibt es einen Ausschnitt aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Das sind Gesänge, Gebete, die von vielen gesammelt wurden. Manche sind praktiziert worden direkt zu einem Gottesdienst, zu einer Zusammenkunft. Andere sind Gebete, Gesänge einzelner Menschen, die sich an Gott gewandt haben. Ich lese aus dem Psalm 69. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht
vor deinem Knechte. Denn mir ist Angst, erhöre mich eilends. Nahe dich zu meiner Seele und erlöse sie, erlöse mich um meiner Feind willen. Ich aber bin elend und voller Schmerzen, Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Die Elenden sehen es und freuen sich. Und die Gott suchen, denen wird das Herz aufleben. Der Predigttext ist aus dem Johannesevangelium genommen und nun habe ich sie mit nach Jerusalem genommen. Und dieser Text, den wir jetzt hören, es ist nicht nur Predigttext, sondern gleichzeitig auch das Evangelium. Und in dieser Stadt Jerusalem hat es sich ereignet, als Jesus an diesem Sonntag einzog. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der da kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht bei Sacharja: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir dein Wort annehmen und bewahren. Amen. Wenn wir in diese Stadt schauen, eine bewegte Stadt, enge Gassen, viele, viele Menschen, so müssen wir es uns vorstellen. Jerusalem war nicht ein Ruhepol, sondern da sprudelte das Leben, da begegnete man sich. Und hier in diesem Ort, an diesem Ort, geschah es, dass Jesus einritt auf einem Esel. Wenn wir das uns ansehen,
dann fragen wir uns natürlich, wie mag es gewesen sein? Wir können es uns nur ansatzweise vorstellen, aber vielleicht haben wir auch ein viel zu großes Bild von dem Ereignis, dass wir meinen, Tausende und Abertausende Menschen säumten die Straße und er auf einem Esel in einer Riesenprozession wie ein König zieht in Jerusalem ein. Ist es so gewesen, dass da Tausende sich angeschlossen haben oder hat Johannes, der hier um 90 nach Christus diese Geschichte uns wiedergibt, nicht doch recht, wenn er meint, ja, da waren ein paar, die Zeugnis gaben und es sind ein paar gekommen, nämlich all jene, die seine Zeichen gesehen hatten, all jene, die dabei waren, als er einen Menschen Lazarus von den Toten auferweckt hat. Ja, die sind gekommen und sie haben dies getan. Und vielleicht war es in dem Moment gar nicht eine solch große Gruppe, die da unterwegs gewesen ist. Wir können es uns vorstellen, dass viele Menschen vielleicht sogar kopfschüttelnd dastanden und sagten, was soll denn das? Ein Mann von einer solchen Größe, von einem solchen Körperbau auf einem Esel und dann die Palmenzweige und dann die Worte, dass da der König einziehen möge, ist das vielleicht nicht ganz surreal für viele Menschen auch in Jerusalem gewesen, die das überhaupt nicht mehr verstanden haben und sich gefragt haben, wie da irgend so einer, so ein Führer, so ein Charismatiker, der da sich irgendwo feiern lässt und haben vielleicht auch sogar den Kopf geschüttelt. Es müssen aber doch am Ende viele gewesen sein, wenn wir in diesem Text hören und lesen, denn da heißt es ja, wir können nichts machen, das Volk läuft ihm nach. Das Erstaunliche in diesem Text, dass da in diesem großen Ereignis, in diesem Jubel, in dieser Feier eigentlich nichts verstanden wird, so sagt es Johannes. Die Menschen haben gar nicht gewusst, was da vor ihren Augen abläuft. Sie haben ihn einfach gefeiert als einen, der Großes getan hat. Sie wollten ihn vielleicht sogar zu einem König aufheben, anheben. Aber sie haben das, was da wirklich geschah, nicht verstanden. Das Bild haben sie nicht verinnerlicht und sie haben das ganze Handeln von Jesus Christus selbst wohl erst viel, viel später verstanden. Diese Prozession, dieser Einzug, was es auch sein mag, erinnert uns daran, dass sich Zeiten nicht nur damals so abspielten, sondern dass es ähnliche Momente auch heute gibt, wo Menschen vielleicht am Straßenrand stehen und sagen, was soll denn das nun wieder? Und Dinge nicht verstehen. Wir können es uns gar nicht vorstellen, wenn wir nicht in der heutigen Zeit leben würden, dass das wirklich möglich ist. Dass man Dinge, die man vor Augen sieht, die so groß aufgezogen sind, dass eine ganze Menge jubelt, dass da jemand einzieht, dass man das nicht verstehen kann, dass man nicht dahinter kommt. Aber heute ist es ähnlich. Da ziehen Tausende von Menschen durch die Straßen mit Botschaften ganz verschiedener Art. Botschaften des Friedens, Botschaften der Aufarbeitung, Botschaften um Freiheit. Und viele Menschen, immer wieder sehen wir diese Bilder, stehen an der Seite der Straße, schütteln den Kopf, gehen weiter oder sitzen im Gasthaus und trinken ihren Kaffee, schütteln vielleicht den Kopf und sagen, was sind das denn wieder für Menschen? Sind wieder ein paar Gruppen unterwegs, die einfach sich nicht der Norm unterordnen können, die sich da auf die Straße bewegen müssen mit viel, viel Lärm. Und dann sieht man vielleicht kopfschüttelnd, wie sich Menschen auf die Straße kleben, wie der ganze Zug ins Stocken gerät, wie man nicht weitergehen kann und wie dann plötzlich mit viel Polizei doch wieder ein Weg geöffnet wird. Viele werden den Kopf schütteln, so wie damals in Jerusalem, und werden sagen, lass sie nur machen, das vergeht wieder. Das sind halt unsere Zeiten, bewegt, aufregend vielleicht ein wenig, aber es sind doch Einzelaktionen und so wird man vielleicht auch, wie man heute über die vielen Demonstranten lächelt, auch damals über Jesus gelächelt haben und gesagt haben, was
soll denn das bitteschön ein womöglich zukünftiger König auf einem Esel? Wie lächerlich! Ja, und wir sehen, dass wir tatsächlich auch heute darauf gestoßen werden, dass wir das Leben häufig nur rückwärts sehen, verstehen und lesen können. Wenn wir heute unterwegs sind, dann öffnen sich für viele die Augen und sie sagen, so wie beim Johannesevangelium, viele Jahre später, 60 Jahre später, ja stimmt, damals, das hätten wir sehen können. Damals, als das World Trade Center zusammenfiel, da hätte man mehr sehen können. Damals, das hätten wir merken können, als man zum Mond geflogen ist. Damals, das hätte man sehen können, als die Schweinegrippe uns in Angst und Schrecken jagen sollte und wir alle schon mal einen kleinen Schock bekamen. Wir hätten viel, viel mehr sehen können. Damals, das hätten wir doch begreifen müssen, als die Kriege tobten und als wir gesehen haben, dass Friedensnobelpreise verliehen wurden für jene, die alles andere als friedlich unterwegs gewesen sind. Wir hätten es sehen können, wir hätten doch diese Sache begreifen müssen. Und so sind wir eigentlich mit den Menschen von damals ziemlich eng verbunden, dass wir Dinge vielmals erst im Nachhinein erkennen, lesen und verstehen können. Damals, als dieses Evangelium niedergeschrieben worden ist, da wusste man, jawohl, das war doch da geschrieben. Das ist doch die Stelle aus dem Alten Testament. Und wenn sich Jesus auf einen Esel gesetzt hat, dann ist das doch mehr als nur ein Ritt und nur eine Begrüßung in Jerusalem. Dann ist das doch viel, viel mehr. Dann ist das Programm Gottes, denn er hat es angekündigt. Und mit diesem Bild hat Jesus weit mehr in der Öffentlichkeit gezeigt und gepredigt, als wir es am Anfang gesehen haben. Da kommt einer, der ist vollkommen anders. Der setzt sich nicht mit den Obrigen zusammen und unterstützt sie, sondern er ist einer des Volkes. Er kommt nicht auf einem großen Pferd oder Kamel eingeritten, sondern er kommt auf einem Esel, auf einem Lasttier, das Tier der einfachen Leute, die täglich sich mühen und die ihrer Arbeit nachgehen und die unterdrückt werden von den Römern und die letztlich zu wenig Geld haben, um ein Leben in Würde auf dieser Welt zu gestalten. Das ist das Bild, das haben sie nachher begriffen. Und sie haben begriffen, dass dieser, der da eingeritten ist, nicht nur ein Mensch, Jesus von Nazareth war, sondern dass es Gott selbst war, der Aufmerksamkeit gezeigt hat, der eine Botschaft in die Welt gesandt hat und gesagt hat, für diese Menschen werde ich mich stark machen, für diese Menschen werde ich mich einsetzen. Ich bin gekommen, um jene Schwachen, Ausgegrenzten, mühselig Beladenen zu erquicken. Das ist es gewesen, diese Botschaft, ja, das ging diesen Menschen erst viel, viel später auf. Sie haben es nicht gleich gesehen. Und so werden sie aber auch etwas anderes sehen, was damals gewesen ist. Es gab Menschen, die es bereits erkannt haben. Es gab Menschen, die auf ihn hingewiesen haben. Es gab Menschen, die Größeres verkündigt haben, nämlich jene, die Zeugnis ablegten, so wie es in diesem Text heißt. Ja, es gab diese Menschen, die haben damals schon etwas gewusst. Sie haben, inspiriert vom Geist Gottes, eigentlich die große Masse der Menschen aufmerksam gemacht. Aber wir haben es damals nicht gesehen, so werden sie gesagt haben. Und nun sind sie froh, dass dieses Evangelium zustande gekommen ist. Und nun sind sie froh, dass sie die ganze Botschaft begriffen haben und dass sie sie leben können. Was werden wir in 60 Jahren oder in 30 Jahren über diese Zeit sagen? In der Zeit, wo so viele Menschen auch nur den Kopf schütteln und sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Wir sehen zwar keinen Menschen auf einem Esel, der als König verehrt wird, aber so etwas habe ich noch nie erlebt, solch eine Zerstrittenheit.
Eine solche Zeit, in der nicht die Wahrheit, sondern die Lüge regiert. Eine solche Zeit, wo alles auf den Kopf gestellt wird, wo man das Leben nicht mehr begreifen kann und verstehen kann, wo wir uns fragen, was geht hier eigentlich vor sich? Wir sehen es, wie die Menschen damals beim Einzug in Jerusalem. Wir sehen immer wieder ganz skurrile Bilder vor unseren Augen, aber viele Menschen können es nicht einordnen. In 30 oder 60 Jahren wird man vielleicht auch sagen, ja, da gab es welche. Die haben uns darauf hingewiesen. Die haben uns darauf stoßen wollen, was da geschieht, nämlich eine ganz große Zeit, in der Gott aufruft, sich zu entscheiden. Und zwar für ihn. Sie haben es gesehen, dass in dieser Zeit das Böse mächtig geworden ist, dass das Böse versucht hat, die Menschen und die Schöpfung in den Untergang zu drängen, zu jagen. Sie haben es gesehen, dass mehr zerstört wird als erhalten. Sie haben es gesehen, dass die Menschenwürde genommen wird. Sie haben es gesehen, dass das Werk Gottes zerstört werden soll. Ja, werden Sie vielleicht in 30 Jahren sagen, es waren die, die durch die Straßen gezogen sind, die, die gepredigt haben, wenige, aber so intensiv. Und wir haben es nicht verstanden. Und ich kann nur hoffen, dass wir in 30 Jahren das erleben, was hier zur Zeit des Johannesevangeliums 90 nach Christus ungefähr oder vielleicht sogar noch später erlebt wurde, dass man auf einmal sagte, ja, wir hätten es ja sehen können, wir hätten es verstehen können und dass sie dankbar all jenen sind, die damals Zeugnis abgelegt haben und dass dann auch in 30 oder 60 Jahren die Menschen dankbar diesen Menschen gegenüber sind, die heute alles in die Waagschale geworfen haben, die sich bemüht haben, darauf hinzuweisen, was hier eigentlich geschieht, dass Gott wirkt und dass Gott Zeichen setzt und dass Gott aufruft, ihm zu folgen und sich abzukehren von diesen dunklen Mächten, von den Werten des Geldes, von den Werten der übertriebenen Lebenslust und von den Werten, die die Welt zerstören, sich abzuwenden, hinzuwenden zu Gott. Ja, und dann sehen wir, wie wichtig es ist, dass es damals und auch heute diese wenigen Menschen gibt, die predigen, die Zeugnis geben, die darauf hinweisen. Denn diese Geschichte konnte nur aufgeschrieben werden, weil es eine Gruppe gab, die dieses Ereignis weitertransportiert hat, die gesehen hat, und die auf Gott hingewiesen hat. Und diese Botschaft von damals gilt uns heute. Gott wird all jene, die heute schwer geplagt werden, die diffamiert werden, die ausgegrenzt werden, die nicht zu lachen haben, für die ist Gott gekommen, um sie wieder aufzurichten, zu integrieren, um sie wieder stark werden zu lassen. Gott ist nicht auf der Seite der Mächtigen, der Korruption, der Herrscher, die die Welt beherrschen wollen und unter sich erniedrigen wollen, sondern Gott ist einer, der befreit, der dient. Er kommt in der Demut. Er muss sich nicht groß feiern lassen. Und deshalb dieses eigenartige Bild des Einzuges. Aber die Menschen, die es begriffen haben, die weitersehen, die aus dem Geist Gottes leben, die haben damals bei diesem Einzug schon erkannt, um was es sich handelt. Und deshalb haben sie die Palmzweige von diesen Palmen geschlagen, haben einen Teppich bereitet, haben ihn gefeiert wie ein König. Ja, ihn gilt es zu feiern und nicht Menschen, wie wir es in vielen Jahren getan haben und wie ich es vielleicht als Kind in meiner Heimat in Schlesien erlebt habe, dass der Priester gefeiert wurde wie der Erlöser selbst. Nein, Gott ist derjenige, auf den wir schauen dürfen. Gott ist derjenige, der gekommen ist, nicht so, wie wir uns das vorstellen. Wir mögen es prunkvoll, mit einem unglaublichen Umfeld. Und wir schauen gern nach oben. Wir schauen nicht gern nach unten. Das interessiert uns nicht. Wir sind so geprägt, dass wir das Große, das Mächtige sehen wollen. Und gerade im Kleinen, im Schwachen,
da ist Gott zu finden. Dort ist er unterwegs und möchte das neue Leben, das andere Leben auf dieser Welt beginnen lassen und in der Ewigkeit enden lassen. Deshalb ist er in Jerusalem eingezogen. Deshalb auf einem Esel, damit all jene, die ihm nachfolgen, auch wenn sie drangsaliert werden, ausgegrenzt werden, Hoffnung haben können und seine Stärke und seine Kraft spüren können. Ich wünsche uns einen großartigen Palmsonntag, nicht in Jerusalem, sondern viel, viel mehr in den Gefilden unserer Zeit. Und so möchte ich mit Ihnen wieder in die grüne Oase wechseln, und zwar zurück hier ins Appenzeller Land. Und egal, wo Sie sind, denken Sie daran, Gott ist für die gekommen, die sich in Demut, die sich in Liebe, die sich in Wahrheit für dieses Leben einsetzen, für Gerechtigkeit und Frieden und nicht den Untergang wollen, sondern Gottes Schöpfung bewahren möchten. Amen. Lassen Sie uns stille werden und beten. Herr Jesus Christus, du Sanftmütiger, du Gerechter, du Friedensbringer, höre uns und erbarme dich. Christus, du Sanftmütiger, Hass schlug dir entgegen, Hass wütete weiter gegen die Wahrheit und das Leben. Wir bitten dich, brich die Gewalt von Hass und Lüge, beschütze die, denen die Lüge das Leben raubt. Beschütze alle, die um der Wahrheit willen leiden. Befreie die Geiseln und mach der weltweiten Folter ein Ende. Du Sanftmütiger, höre und erbarme dich. Christus, du Gerechter, die Armen haben dir zugejubelt. Die Armen warten noch immer auf Gerechtigkeit. Wir bitten dich, öffne den Regierenden die Augen und Ohren, damit sie sehen, wie die Armen leben. Begeistere die Herzen der Mächtigen für deine Gerechtigkeit, damit sie gerecht urteilen und verantwortlich handeln. Du Gerechter, höre uns und erbarme dich. Christus, du Friedensbringer, mit Schwertern sind sie gegen dich ausgezogen, Waffen töten noch immer. Wir bitten dich, schaffe Frieden, beende das Morden. Rette die Menschen in den verschiedenen Gegenden, ganz besonders in der Ukraine, die Verwundeten und Geflüchteten, die Überlebenden der Waffengewalt in aller Welt. Verwandle diese Welt mit deinem Frieden, du Friedensbringer. Höre uns und erbarme dich. Christus, du Anfänger und Vollender unseres Glaubens, deine Kirche folgt dir. Segne in dieser heiligen Woche deine Menschen. Bewahre die Gemeinden, die angefeindet und bekämpft werden. Wecke uns alle Morgen, damit wir an deiner Seite bleiben und dir vertrauen. Du Retter der Kranken, du Liebe für die Sterbenden, du Trost der Trauernden, höre uns und erbarme dich. Heute in diesen Tagen,
in aller Welt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gehen wir in diesen Sonntag und in diese Woche, die eine ganz besondere Woche ist, mit Gottes Segen. Möge er uns behüten und begleiten. Die Straße des Lebens komme uns entgegen. Der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe. Die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich wünsche Ihnen nicht nur einen gesegneten Sonntag, sondern auch die Kraft, die kommende Woche in dieser Tiefe mit zu durchwandern, sich ansprechen zu lassen von der großen Botschaft. Wenn Sie mögen, können Sie auch bei Losung und Lehrtext in den kommenden Tagen sich wieder mit reinschalten. Und wenn Sie mögen, können Sie diesen Gottesdienst auch teilen und weitergeben, damit viele Menschen diese Botschaft hören, annehmen können und sich in der heutigen Zeit entscheiden können. Auf Wiederloge, Ihr Reini von den Zeitgedanken hier in Appenzell-Innerrhoden.